Hallo ihr Lieben, wie angekündigt heute zu unserem letzten Sonntags-Live-Talk hier bei Bewusstsein TV. Und es wird auch unser letztes Video sein für dieses Jahr. Wir haben ja einige Themen, die wir gerne besprechen wollen. Und zwar ist es einmal, geht es um Bewusstsein, um Wahrnehmung und ums Thema Matrix. Natürlich würden wir uns dann auch wieder freuen, wenn ihr euch rege ja, hallo Bibi, unsere Mützen, ja, wir müssen uns ja weihnachtlich da auch so ein bisschen kleiden. Wir haben ja gesagt, wir machen es heute so ein bisschen adventlich und weihnachtlich. Genau, ich hoffe, ihr habt alle ein paar Plätzchen euch bereitgelegt und wir haben auch unser Weihnachtsgetränk dabei. Ich muss mal ein bisschen hinter die Kulissen greifen, ne? Ich sag mal, Prost und einen schönen ersten Advent. Ne? Paul, wir machen mal. Paul ist ja auch wieder dabei, haben wir ja besprochen. Ne? Auf euch, auf uns und auf die Welten, auf die ganze Menschheit. Eine schöne Weihnachtszeit. Ja, ja, das ist in Dänemark, wo wir uns da befinden. Ist das so, dass wir, also hier geht schon am 1. November los. Also die Häuser und alles ist schon immer am 1. November geschmückt. Ja, da geht der Julebrück los sozusagen. Also da gibt es so ein speziell gebrautes Bier. Und da starten die Dänen in die Weihnachtszeit. Und wir haben letztes Jahr, vielleicht hat das jemand von euch gesehen, wenn er mal so ein bisschen runterscrollt, bei meinen Videos haben wir letztes Jahr eine, ich glaube, 32 oder 34 Folgen gedreht. Und zwar ist es so ein Weihnachtsspecial. Das wird jetzt auch wieder laufen. Ich habe die Folgen, die werden nochmal hochgestellt. Die erste Folge startet heute. Und zwar, wir haben ja seit letztem Jahr im September eine Katze oder einen Kater, Tiger heißt der. Und der hatte sich damals, wie wir ihn bekommen haben, letztes Jahr so toll an das Mikrofon platziert, währenddessen ich immer Videos aufgenommen habe. Und ich fand das total süß. Und da kam mir der Gedanke, vielleicht sollten wir doch da mal den Tiger oder Katzen integrieren. Ich bin ja ein Katzenmensch, oder wir sind Katzenmenschen schon immer eigentlich. Wir haben schon immer Katzen, ne? Ja. Warum wohl? Ich habe keine Ahnung. Also ich finde, das halt ist ein tolles Tier, weil es so selbstständig ist und selbstdenkend und selbstfühlend. Ne? Also ich finde es immer richtig klasse. Also ich finde Katzen generell relativ entspannt und gechillt und richtig toll. Und ja, wie gesagt, er kam zu uns. Ich hatte das vorher geträumt. Ihr wisst ja, ich handle immer so ein bisschen auf Intuition. Wir hatten eine Zeit lang keine Katzen oder keine Katze und haben uns echt lange überlegt, ob wir, ja, ob nochmal eine Katze in unser Leben so passt, aber wir sind ja noch relativ jung, noch nicht so alt. Paul ist, wie alt bist du? 61. Also schön. Und ich, weißt du, wie alt ich bin? Jetzt wird es schwieriger, ne? Du bist 6 Jahre jünger. Ja, da hast du recht, dann bin ich 55. Ja, perfekt, genau. Das war Glück, da hast du jetzt wieder Glück gehabt. Genau. Und ja, dann sollte man sich ja doch vielleicht überlegen, ob man natürlich so eine Katze dann auch bis ans
bis an ihr Lebensende begleitet. Und natürlich kann jeder ja auch versterben plötzlich, aber ich möchte ja nicht, dass mein Katze oder mein Kater dann irgendwo nachher abgegeben werden muss und bei uns natürlich auch sein Leben ja verbringen darf. Und ich finde, der hat es bei uns ganz gut. Jetzt nochmal zu dem Weihnachtsspecial zu kommen. Ja, das ist also es war total lustig. Wie gesagt, der saß dann da am Mikrofon und da habe ich dann ein Foto gemacht und ich fand das so drollig. Und dann kam mir das eben, ein Weihnachtsspecial zu machen, und zwar KI, also Katzenintelligenz versus KI, künstliche Intelligenz. Und einige haben mich auch schon damals darunter gepostet unter den Folgen, die ich eben jetzt nochmal neu einstelle, weil ich mir eine Auszeit nehme, einen ganzen Monat und dann da auch, ich habe einige Bücher eben in der Pipeline, die ich gerne fertig schreiben möchte. Und dann möchte ich mir eben die Zeit nehmen. Die Weihnachtszeit ist immer eine ruhige Zeit, dunkle Zeit. Und das möchte ich gern nutzen für meine Bücher. Und ja, da kam mir eben diese Idee mit dieser, ja, künstliche Intelligenz versus Katzenintelligenz. Und das Schöne daran ist, ist ein Familienprojekt. Paul spricht nämlich den Tiger, Katzentiger, also seine Stimme. Und die künstliche Intelligenz ist meine Stimme. Und wir haben uns da was Tolles überlegt. Das heißt, es geht, ja, es ist schon überwiegend, natürlich geht es ums Weihnachtsthema, auch ums Weihnachtsthema jetzt speziell in Dänemark. Wir haben uns ja da auch sogar noch nichts vorher mit beschäftigt gehabt. Und aufgrund eben dieses Specials, sage ich mal, wirklich intensiv mit diesem Weihnachtsthema da beschäftigt. Und da kamen einige lustige Dinge raus. Da, ja, war sehr interessant gewesen. Ja, und ich muss sagen, ich habe vorhin wieder die erste Folge mir mal angehört und ich war total, total gerührt, was da überhaupt hintersteckt. Und diese Geschichten sind, also ich wollte einfach damit auch zeigen, dass man die KI eben auch für positive Sachen nutzen kann. Und ich habe die natürlich zum Bildergenerieren genutzt, habe mir helfen lassen bei diesem ganzen Rätsel. Es war natürlich eine wahnsinnige Lernaufgabe, nicht nur für mich, sondern auch für die KI, muss ich sagen. Sie hat oft einfach, wollte das Handtuch hinschmeißen, weil sie nicht mehr verstanden hat, was ich überhaupt wollte von ihr. Also ich habe sie sozusagen auch mit trainiert, um da ein Rätsel draus zu machen. Es war hochinteressant, also auch für sie. Ich habe Stunden, Tage, Wochen an diesem Rätsel und an diesen Videos gearbeitet. Ich möchte euch einen kurzen Einblick mal in die erste Folge gewähren. Ich schalte jetzt mal dazu und schaut da einfach mal rein. Ich habe die veröffentlicht oder die wird veröffentlicht heute um 20 Uhr, nochmal nachveröffentlicht sozusagen von letztem Jahr. Und dann kommt jeden Tag eine Folge, immer wieder um 20 Uhr bis zum 31. Und am 16. Dezember erkläre ich dann nochmal das Rätsel, wie das alles funktioniert. Aber jetzt kommen wir erstmal zu der ersten Folge und wir wünschen euch viel Spaß dabei. Also es ist nur ein kleiner Ausschnitt, weil die Folgen gehen ja immer ziemlich lange. Aber damit ihr schon so mal einen kleinen Eindruck gewinnen könnt von unserem Special. Willkommen bei KI Katzenintelligenz versus KI Künstliche Intelligenz, den Podcast, in dem wir die Unterschiede und Gemeinsamkeiten zwischen der Intelligenz von Katzen und der künstlichen Intelligenz erforschen. Ich bin Tiger, ein neugieriger Kater, der gerne Fragen stellt. Und das ist Kira, eine kluge KI, die gerne Antworten gibt.
Heute ist der 1. Dezember und dies ist die erste Folge unseres Podcasts. Wir freuen uns sehr, dass ihr dabei seid. In diesem Podcast wollen wir euch zeigen, wie Katzen und KI denken, lernen, kommunizieren, spielen, kreativ sind und vieles mehr. Wir wollen euch auch unterhalten, informieren, inspirieren und vielleicht auch überraschen. Unser Podcast hat ein einfaches Format. Jeden Tag werden wir ein Thema auswählen, das mit der Intelligenz von Katzen oder KI zu tun hat. Wir werden darüber sprechen, was wir darüber wissen, wie wir darüber fühlen und was wir darüber lernen wollen. Wir werden euch auch eure Fragen und Kommentare beantworten, die ihr uns schreiben könnt. Und wir werden euch auch ein Bild präsentieren, das wir mit der KI erstellt haben, das das Thema des Tages illustriert. Aber das ist noch nicht alles. Da wir uns im Dezember befinden, haben wir auch ein besonderes Weihnachtsthema für euch. Wir werden euch erzählen, wie Katzen und KI Weihnachten feiern, was sie an Weihnachten mögen und was sie sich zu Weihnachten wünschen. Wir werden euch auch etwas über die Weihnachtstraditionen in Dänemark erzählen, da wir dort leben. In der Tat beginnt die Weihnachtssaison in Dänemark schon am 1. Dezember mit dem Julebryg, einem speziellen Weihnachtsbier, das nur an diesem Tag erhältlich ist. Viele Menschen gehen in die Kneipen, um dieses Bier zu trinken, das einen süßen und würzigen Geschmack hat. Es ist eine lustige und gesellige Art, die Weihnachtszeit einzuläuten. Kira, was weißt du über den Julebryg? Ja, ihr Lieben, das war unsere kleine Einführung sozusagen in unsere erste Folge. Ne? Also mir kommen immer noch die Tränen, muss ich sagen. Ich bin da immer total gerührt von meiner Arbeit, weil das ist so aufwendig. Das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Also ich würde mich natürlich auch freuen, wenn viele Kommentare unter den einzelnen Videos da ich zu finden wären. Ich beantworte sie natürlich auch immer, das seht ihr ja auch bei meinen anderen Videos, dass die Videos viele Likes bekommen, weil das honoriert halt auch meine Arbeit, auch bei den anderen Videos. Es ist wirklich Arbeit, das muss man sagen. Und natürlich würde ich mich auch freuen, ihr könnt mir auch Super Thanks schenken. Das ist eine einmalige Zuwendung oder Spende, wenn man das so sagen mag. Das findet ihr meistens an den Kommentaren oder ich weiß nicht, wo YouTube es momentan platziert hat. Das ist so ein Herz mit so einem Dollarzeichen drin und da könnt ihr meine Videos honorieren mit einer einmaligen Spende. Ich habe aber auch immer einen Link drunter für mein PayPal und wenn ihr darüber sozusagen meine Arbeit honorieren wollt, könnt ihr das auch machen. Also ihr müsstet dann ja auch Spende hinschreiben für meine Arbeit bei PayPal. Aber ich freue mich, wie gesagt, natürlich auch total mega immer auf Kommentare, weil das eben auch zeigt, erstmal, dass ihr natürlich die Videos schaut, was ihr von meinen Videos oder von unseren Videos haltet. Ist mir halt wichtig, damit ich auch so ein bisschen Resonanz bekomme, wie ihr meinen ganzen Content findet, den ich bei YouTube hochstelle. Aber ich bin auch nicht nur bei YouTube, sondern eben auch bei TikTok und Instagram und Facebook und so weiter. Vielleicht könnt ihr ja da auch mal reinschauen. Ich versuche mal alles auch zeitgleich so ein bisschen zu teilen, weil es ist halt immer Arbeit. Ne? Ich meine, wer in diesem Bereich tätig ist, der weiß genau, dass das sehr zeitaufwendig ist. Aber ich mache es gerne, weil es macht mir Spaß. Und ihr seht ja dann auch an meinem Weihnachtsspecial, dass ich da wirklich auch Spaß oder wir beide da Spaß dran hatten. Ja, ja, schön, also ja, wie hast du das so empfunden, unser Weihnachtsspecial im letzten Jahr?
Ich fand es ganz schön. Vor allem für mich fand ich es schön. Du hattest ja so schöne Texte generiert. Und da konnte ich dann meine hochdeutsche Sprache trainieren. Ich liebe ja Hochdeutsch. Ja. Und ja, ich finde ja, wer richtig so Hochdeutsch sprechen kann, das hört sich sexy an. Ne? Ja, das haben wir ja sowieso schon, haben wir ja auch trainieren müssen. Ne? Wir sind ja sozusagen, wo bist du geboren? In? Wo ich geboren bin. Ja, in Aschaffenburg. Ne? Ja, Aschaffenburg. Mhm. Genau, Hessisch-Unterfranken, ne? Haben wir ja letztes Mal im letzten Video schon darüber gesprochen. Und ja, wir sind immer mehr in den Norden sozusagen hochgezogen. Ja, das ja, ist richtig. Genau. Und somit konntest du dich, also ich habe ja sowieso schon durch meine Mutter, weil die ja auch sehr lange hier in Stade, also schon Norddeutschland ja auch gewohnt hat, gelernt sozusagen, ne, hab dann auch immer, ich kürze ja auch die Worte ab, das ist dieses Fränkisch so ein bisschen, das hört man nicht mehr raus, ich habe mir diesen, ich sag mal, hessischen Einschlag oder Aschaffenburger Einschlag dann, Ascheberger Einschlag gekriegt, weil ich das immer total sympathisch fand, dieses, ja, diesen Dialekt. Und aber umso mehr wir in den Norden gezogen sind, ne, umso mehr hat sich unsere Sprache versucht zu bereinigen, so, aus dem Dialekt raus. So, ne? Oder wie hast du das so empfunden? Ja, ich finde ja beides gut. Also ich finde ja Dialekt gut und ich finde ja wie auch die hochdeutsche Sprache. Und es war interessant, dann festzustellen, wo die hochdeutsche Sprache beheimatet ist. Ich weiß es aber jetzt nicht mehr. Ja, eigentlich im Norden, ne? Also ja. So empfinde ich das zumindest. Ja, das hatte ich auch gedacht, aber es ist, in Wirklichkeit ist es gar nicht so. Nee, ist es nicht so. Nee, die kommt irgendwo anders daher. Müssen wir mal, vielleicht wisst ihr das, wo die hochdeutsche Sprache herkommt. Genau. Also, aber ich habe das so empfunden, dass gerade im Norden, ne, Deutschlands doch relativ deutlich gesprochen das wird. Also, was heißt, die Wörter nicht abgehackt, ne? So wie wir das jetzt so aus dem, umso weiter du in den Süden gehst, finde ich, umso umso mehr Dialekt ist da drin, finde ich, ne? Ja. Also die hochdeutsche, norddeutsche Sprache kommt der hochdeutschen Sprache schon sehr nah. Sehr nah, ne? Ja, das finde ich auch. Ja. Erstmal möchte ich mich noch mal ganz herzlich zwischendurch bedanken, eben für. Ja, dass ihr heute dabei seid und uns zuhört und seht. Ich werde dann auch das live wieder bei den oder auf den anderen Kanälen hochladen. Und damit jeder eben in den Genuss unseres Sonntag-Live-Talks kommt, des letzten Sonntag-Live-Talks und natürlich auch eigentlich das letzte Video. Ja, ihr Lieben, wollen wir mal zu unserem ersten Thema Bewusstsein einfach kommen, ne? Ja. Also, ich lasse jetzt mal so mein Jahr Revue passieren lassen, weil eigentlich hat mein Jahr mit dem 1. Dezember, also mein sozusagen das intensive Videojahr von Bewusstsein TV mit meinem Weihnachtsspecial angefangen. Vorher habe ich immer nur so einzelne Videos gemacht über, ja, mit Affirmationen und wenn ich Karten gezogen habe oder wir sind mal, live sind wir damals noch gar nicht gegangen, das konnten wir ja nicht, da hast du ja bestimmte Voraussetzungen bei YouTube, wann du live gehen kannst und eigentlich haben wir ja gesagt, du wolltest ja Gitarre spielen, ne? Wie war denn das? War da nicht was? Du wolltest doch erstmal erzählen, wie bist du denn überhaupt zu dem Thema Bewusstsein gekommen? Wie bist du denn da drauf gekommen, so den Kanal da aufzumachen? Ja, das ist eine gute Frage. Also intuitiv, ne? Und ach so, ich habe immer bewusst TV geguckt von Joe Konrad aus Bremen. Und genau, so bin ich drauf gekommen. Ich habe dem schon oder folge ihm schon sehr, sehr lange.
Und dann wurden mir diese Themen zwischendrin einfach zu politisch. Und ich sehe mich dem also so auch nicht gewachsen. Also auch dieser ganzen politischen Sache, das ist nicht meins. Und da habe ich gedacht, ich möchte einfach was anderes machen. Und wir hatten ja schon Podcasts gemacht, da haben wir uns schon ein bisschen ausgekannt. Mhm. Ne, wir hatten damals, haben 2020 während der Corona-Zeit unser gemeinnütziges Unternehmen gegründet in Deutschland, damals im Landkreis Cuxhaven, und haben Betreuung, Begleitung und Beratung gemacht. Und da hatten wir auch einen Podcast, weil ich auch Qualifizierung nach Paragraph 45 SGB noch irgendwas gemacht habe. Ich kann es gar nicht mehr genau sagen. SGB 11, genau, gemacht. Und da haben wir sozusagen für jedes Modul, ne? Wir hatten, glaube ich, 11 Module, ich kann es gar nicht mehr so genau sagen, ich muss da wirklich nachgucken, haben wir nämlich eine Podcast-Folge gedreht, damit die Menschen wie so eine Einführung, ne, in diese unterschiedlichen Module hatten da. Genau. So war das, ja, genau. Und damit sie so ein bisschen besseren Zugang hatten, weil man konnte ja damals nicht mehr, also die Qualifizierung konnten wir ja nicht analog durchführen, sondern es musste ja alles online passieren. Und deswegen haben wir uns da Gedanken drüber gemacht. Das Land Niedersachsen für den Bereich Gesundheit, Familie und Jugend oder so, Soziales heißt das. Die haben dann gesagt, ja, wie können wir denn jetzt die Leute qualifizieren in dieser Zeit? Und da habe ich dann zu denen gesagt, ach, ich mache mir mal Gedanken drüber. Und so kam das. Und deswegen hatten wir da auch Podcast-Erfahrung. Also du hast dann die medizinisch, also was jetzt von deinem krankenpflegerischen Bereich, da alles eingesprochen, übernommen. Und ich habe dann das Organisatorische da eingesprochen. Und so kamen wir dann praktisch auch zu dem Podcast. Mhm. Und das war so der Anfang. Deswegen habe ich mich halt getraut, auch da was zu machen in diese Richtung. Und aufgrund eben von Joe Conrad, seinem Bewusst-TV-Kanal, YouTube-Kanal. Und wie gesagt, ich wollte einfach was anderes. Ich fand viele Leute, die er dort interviewt hat, sehr interessant. Und ja, das hat so den Ausschlag gegeben. Also für mich jetzt so. Ja, und auch in der Zeit war ja irgendwie das Bewusstsein ja irgendwie auch so, es lag ja so auch in der Luft irgendwie, ne? Ja. Wieder mal bewusster zu sein, ne? Ganz genau. Ja, vor allen Dingen wurde man ja fast eigentlich dazu, ich sag mal, gezwungen in dieser Zeit, gerade wo dieser Lockdown war, da mussten wir uns ja alle mit uns selbst beschäftigen. Und für viele war das echt eine große Herausforderung. Ich weiß nicht, wie es für euch war. Vielleicht könnt ihr das dann auch mal in die Kommentare schreiben, auch jetzt im Live oder dann halt auch später, wenn ihr das Video später euch anguckt. Würde mich dann schon mal interessieren, wie ihr in dieser Zeit damit umgegangen seid. Weißt du noch, was ich gemacht habe? Ich habe im Kalender damals angefangen, mir jeden Tag zu dokumentieren, wie es mir ergangen ist, erstmal überhaupt, wie dieses Corona, was das für mich gemacht hat, diese Zeit, und habe dann so ein Tagebuch geschrieben und jeden Tag, ich habe mir so ein Kalenderbuch genommen und habe dann jeden Tag dokumentiert, wie es mir gegangen ist, was so im Außen passiert ist. Ich meine, da ist ja nicht viel passiert in dieser Zeit, aber auch was in mir oder mit uns in der Familie das so gemacht hat, das habe ich dokumentiert. Also ich habe das Buch nicht mehr gefunden. Wie ihr ja aus dem letzten Video mitbekommen habt, hatten wir ja gerade da diese Problematik auch mit unserer Wohnung, dass wir da, beziehungsweise dem kleinen Häuschen, dass wir da raus mussten. Das war ja dann auch alles in dieser Zeit. Da hatte uns ja der Vermieter da gekündigt, und auch das habe ich damit reingeschrieben.
also alles verarbeitet, so wie du das immer in deinen Liedtexten gemacht hast, ne? Ja, genau. Und da kann man mal sehen, wie gestärkt man, wenn man es überlebt, ne, aus so einer Herausforderung also hervorgehen kann. Also ja. Wie das Wachstum dann so vonstatten geht und wie man da wirklich gestärkt rausgehen kann, wenn man da mit vollem Gefühl und vollem Körpereinsatz da durchgeht. Ja, ja. Ja. Aber ich glaube auch, das war für die Menschheit eine große Herausforderung. Also zumindest, ich sag mal, für die kultivierte Menschheit. Weil es gibt ja wahnsinnig viel Stämme auch, die wir gar nicht auf dem Plan haben, die irgendwo im Urwald sitzen, mit denen wir gar nicht in Kontakt kommen. Und natürlich die mit uns auch nicht. Was für die natürlich auch ein großer Vorteil ist. Weil wir kommen jetzt mal dann gleich zum nächsten Thema, aber ich wollte noch mal nur kurz was zwischen einfügen. Mir kam dann man muss ja dann auch mal so Beschreibungen schreiben bei Bewusstsein, also bei den ganzen Kanälen, also erklären, was man da überhaupt mit erreichen will mit diesen Social-Media-Kanälen. Und mir kam dann irgendwann mal, das war aber schon Monate später, auch wieder intuitiv in den Sinn, diesen Spruch, den bei mir, den ich eigentlich so geprägt habe, ist, ich bin das Bin im Selbst, selbst bewusst, ich bin im Selbst und bewusst im Sein. Also hinten diese Worte kann man ja unterschiedlich zusammensetzen. Bewusstsein, Selbstbewusstsein, ich bin selbstbewusst, ich bin im Bewusstsein, wie auch immer. Also diese, sag mal, vier kleinen Sätze kann man zusammensetzen, wie man möchte, und kommt eigentlich immer auf das Thema Bewusstsein. Wie kommst du denn auf so wunderbare Sätze, also so wunderbare Dinge? Die werden mir einfach intuitiv immer eingegeben. Ja, also ich bin immer wieder fasziniert, was du so hervorbringst. Ja, ja. Das bin ich selbst oft erstaunt. Ich meine, ich bin ja auch davon erstaunt, immer wie du deine Texte, deine Liedtexte da so raushämmerst. Da kann man ja auch mal darauf eingehen. Wie ist es denn bei dir? Wie wählst du denn deine Texte aus? Ja, das ist, wie gesagt, das sind ja auch die von mir, die Texte. Die sind nicht von dir, okay? Ja, die 50, 60, 70 Texte, die du die ganzen Jahrzehnte, Jahrhunderte in deinem Leben schon geschrieben hast, die kamen doch aus dir raus. Ist doch auch intuitiv geschrieben, oder nicht? Ja, aber ich muss da nicht viel dazu tun. Also das kam ja, keine Ahnung, wo das herkam. Ja, das ist genauso wie bei mir. Ja. Ich sag dann auch immer keine Ahnung, aber es kommt ja aus einem so raus. Ja, es ist ja vieles in einem noch verborgen und wie auch immer. Also ich kann es mir nicht erklären. Also jedenfalls ist es das eine Sache, die mir einfach fällt. Ja. Geht's dir da genauso? Genau. Also, ich versuche schon wirklich da immer intuitiv auch zu handeln. Also ich lasse mich jetzt immer mehr führen und mehr führen, weil ich spüre, wenn ich das mache und auf meine Intuition höre, dass es ganz einfach ist. Es flutscht einfach, ne? Wenn man das so menschlich lustig rüberbringen will. Ne? Ja. Das andere Thema war ja die Matrix gewesen. Genau, die Matrix. Ja. Was hast du dir denn da dabei gedacht mit der Matrix? Jetzt von dem Thema heute oder wie meinst du das? Ja, wie bist du da auf das Thema gekommen jetzt? Matrix? Ich finde, das gehört alles zusammen. Also Bewusstsein ist ja das Tagbewusstsein. Ne? Das nehmen wir uns, unsere kompletten, alle Sinne,
was wir im Tag so spüren, fühlen, riechen, hören, schmecken, intuitiv sind, das ist ja unser Bewusstsein. Und die Matrix ist, oder wird ja so definiert, dass es das alles ist, was so umschließt. Ne? Oder wie, man würde jetzt generiert vielleicht auch sagen, ne? Also das, was so außenrum ist, ist es dann vielleicht eine gespielte Wahrheit oder was meinst du? Ist das, hat es nicht irgendwas mit unserer Sinne zu tun? Also ist das nicht das Bewusstsein auch eigentlich das, was wir durch unsere Sinne wahrnehmen? Ist es dann die Wahrheit oder ist es dann die Matrix? Also wie gesagt. Ich kann es gar nicht so sagen. Nee. Was meint ihr? Also wir nehmen dieses Wort ja sehr oft in den Mund. Gerade so finde ich jetzt nach dem Film Matrix. Ne, da gibt's ja mehrere Teile und seitdem ist es so populär. Ne? Ja, den Film gibt's ja schon länger. Ne? Oh ja, aber frag mich nicht, wie lange. Also 20 Jahre vielleicht. Hm. Ich glaube schon, so lange gibt's das. Du hattest es vorhin so ein schönes Poster. Ja, ich wollte mal gucken, vielleicht steht's hier auf dem Poster, ne? Genau. Wir haben nämlich damals eine Videothek gehabt. Und da haben wir natürlich auch Poster gekriegt zu den Filmen. Und Paul hat zufällig, muss ich sagen, jetzt das Matrix-Poster gefunden. Ich stehe jetzt mal auch auf, dass wir euch das mal hinhalten können. Kannst du das mal in den Computer rumdrehen? Ich drehe mal den Computer rum, mal gucken, ob man das sieht. Ein bisschen weiter nach unten, weil so sieht man es so nicht. Ja, noch ein bisschen runter. Ja, super. Genau. Das war sozusagen die erste Folge. Ich guck mal, was da steht. Müsste ja sein. Glaube das Unglaubliche steht da drauf. Jetzt muss ich mal gucken. Also, ich finde da jetzt gerade nichts. Nee, ich finde jetzt im Moment nichts. Also da steht jetzt nichts drauf. Aber, ja. Ihr wisst ja, was ich meine. Ja, Matrix ist ein anderes Wort für Welt im Außen. Und für dich persönlich und die Seelenwelt ist nur im Inneren von jedem Einzelnen. Ja, genau. Das ist es. Genau, ich habe nämlich auch die Filme auf DVD sogar. Noch alle Folgen. Aber wir haben die sonst, ich keine Ahnung, wie oft ich den Film geguckt habe, schon allein durch die Videothek. Den habe ich da auch immer laufen lassen. Wir hatten damals das ja auch noch als auf Videokassette. Ne? Ich weiß nicht, ob von euch jemand noch Videokassette VHS kennt. Ne? Also ja, das war ja dann auch da immer noch aktuell. Also Vergangenheit. Aber ich fand den Film halt sehr interessant und schon wahnsinnig technisch genial gemacht. Also die Wachowski-Brüder hießen die ja damals noch. Nicht hießen sie noch, heißen sie immer noch. Aber einer von den Brüdern ist ja jetzt mittlerweile zur Frau, hat sich zur Frau, glaube ich, sogar umoperieren lassen. Und deswegen heißen die jetzt nicht mehr Wachowski Brothers, sondern ich glaube, das ist heißt jetzt nur irgendwie Crew oder so. Ich weiß es jetzt nicht mehr genau. Ah, jetzt sehe ich gerade, Paul kommt mit seiner Gitarre. Ich hoffe, das funktioniert alles da. Ja. Geht es? Ja. Es ist ja so, dass das Faszinierende eigentlich im Moment an dir ist ja deine Idea-Methode. Ja, das stimmt. Aber da kommen wir dann bei Wahrnehmung drauf. Paul ist jetzt gerade mit seiner Gitarre da und ich würde sagen, hau einfach mal rein und ich gehe jetzt mal ein bisschen aus dem Bild und überlass dir das. Ja. Hier ist dein Publikum,
Dann ja. Hau mal rein. Hallo, endlich bin ich live. Ja, ich muss dazu nochmal im Vorfeld sagen, ich bin ja sozusagen die Testperson von der neuen IDEA-Methode meiner Frau und habe da wundervolle Reisen erlebt. Unter anderem war ich auch ein Baum. Ja, genau, das Video, ja, das, genau. Und eine Eiche. Ach so, ja. Eine Eiche warst du sogar. Eine Eiche. Ja. Und wie gesagt, dann kam dieser Text. Es kamen mehrere Texte, aber dieser Guck Text. Guck mal wegen deinem Mikro. Ich muss gerade mal kurz an ihm ein bisschen rumzupfen, nicht, dass die Gitarre nachher da draufknallt und ihr dann, keine Ahnung, vielleicht einen Brummton oder Knallton habt. Das wollen wir ja nicht. So. Und diesen Text, den habe ich, ja. Der kam dir dann nach. Mir reicht ja nicht nur immer nur ein Text. Ich muss dann da immer gleiche Lieder draus schreiben. Es ist halt so. Es schreibt doch mal kurz rein, ob ihr ihren Paul gut hört mit der Gitarre und mit dem Ton. Ich bin ein Baum, dem der Wind durch die Äste weht. Man spürt es kaum, doch ich spüre, wie die Welt sich dreht. Es ist verrückt, doch mit Blättern bin ich gut bestückt. Es ist der Klang von meinen Freunden, den ich hören kann. Und sie singen das Lied, das mir das Gefühl des Lebens gibt. Denn ohne Schall wäre ich nur Rauch. Dabei ist es so schön, im Sturm des Klanges zu stehen. Fühlst du es nicht auch? Es kribbelt im Bauch. Unser ganzes Herz fühlt es auch. Toll. Ja. Wo wir wieder bei den Emotionen sind, ne? Ja. So ist es. Ich habe es auch das erste Mal gehört, also zumindest auch so live, wie ihr auch. Und ja, ich muss mich jetzt erstmal so ein bisschen wieder zurückholen im Hier und Jetzt, also in das Tagbewusstsein. Und ja, Matrix. Das Thema möchte ich eigentlich relativ kurz halten, denn mein Thema oder unser Thema oder natürlich auch der Kanal heißt ja Bewusstsein. TV habe ich eben nur hinten dran gehangen, weil Bewusstsein alleine konnte ich nicht registrieren. Deswegen habe ich Bewusstsein TV daraus gemacht. Und wie Paul schon gesagt hat, ich habe ja jetzt seit kurzem, also ich mache ja schon länger auch Hypnose und Regression und habe eben seit kurzem ja diese IDEA-Methode, was heißt entwickelt,
ja, es kam ja, wurde mir ja eben intuitiv gezeigt. Und ich habe das gespürt, dass es das Richtige ist. Und bin dann da, ja, hab's bei Paul, also ich habe eigentlich das bei jemand anders noch ausprobiert. Und derjenige hat dann gesagt, es ist ja merkwürdig. Also es ist praktisch wie so ein Selbstgespräch, das man führt, wenn du in diese andere, ich sage jetzt mal, Energie reingehst. Hm. Ne, vielleicht kann man da, können wir da nochmal drüber sprechen, weil es ja wirklich interessant ist, wie man das spürt. Hm. Ne, also fühlst du das als ein Selbstgespräch oder wie kommen dir da die Worte oder die Bilder? Vielleicht kannst du mal da genau drüber sprechen, wie sich das so anfühlt. Vom Einstieg her, wie gesagt, ich mache ja den Einstieg, wo wir jetzt beim Thema Wahrnehmung sind, den Einstieg immer, ich lasse es so Revue passieren lassen, den Tag. Ich kriege gerade so die Eingabe, als würde man das mal jetzt schnell, was heißt schnell, das mal ausprobieren wollen. Hast du da jetzt gerade Lust drauf? Ja, kann man machen. Nur, ja, genau, musst halt laut sprechen. Ich weiß nicht, hört ihr uns beide gut? Habt ihr da Lust drauf, um das mal zu sehen, wie das funktioniert? Kannst du das im Sitzen? Klar. Ja, dann nimm doch mal deine Brille ab, damit du da ein bisschen entspannt bist. Vorsicht. Ja, du kannst ruhig ein bisschen näher hinrücken und kannst dich, wenn du willst, auch noch ein bisschen zurücklehnen. Oh ja. Ja, das ist kannst du gut. Kannst du ruhig machen. Ja, mach deine Augen mal zu. Also es geht ziemlich weit nach hinten, der Sitz. Ja. Ah, es geht ja. Es geht noch. Ah, das ist ja toll. Ja, es geht toll. Ne? Okay. Ja, wir machen das jetzt einfach mal. Es kam mir jetzt so spontan. Und also generell ist es so, dass ich den Klienten ganz frei lasse, was kommen möchte. Aber es sind ja natürlich auch mal sehr, sehr viele persönliche Sachen, die durchkommen. Und das versuche ich jetzt durch, ich sage jetzt mal, gezielte Fragestellungen beziehungsweise Einleitungen in eine doch eher geführte Richtung, sage ich mal so, zu leiten oder zu lenken, damit da jetzt nicht zu viel Persönliches hochkommt. Passiert normalerweise bei Paul auch nicht mehr, weil er seine ganzen Themen schon aufgearbeitet hat und generell immer es total interessant ist, was kommt. Jetzt mache ich das mal so. Also so eine Sitzung dauert, also du musst dir mindestens eine Stunde Zeit nehmen, aber es kann auch mal 3 oder 4 Stunden dauern. Also ich lasse da nach hinten raus wirklich alles offen, weil ich spüre ja, was für ein Thema da wichtig ist. Paul, du entspannst dich schon. Mhm. Genau. Und schau dann, was für Themen kommen. Also es ist ganz anders als bei einer Hypnose, weil ich nicht suggestiv arbeite. Und jeder bekommt das alles mit in seinem Bewusstsein. Deswegen heißt es ja auch Einblick in deine innere Anderswelt, die bewusste Wahrnehmung deines inneren Selbst. Also ja, genau, deines inneren Selbst. Und wenn Blockaden hochkommen, dann sind das entweder als Kurzbilder, die man sieht, oder ja, also meistens als Bilder. Bei mir ist es jetzt so, da ich ja hellfühlig bin, bei mir kommen keine Bilder direkt. Deswegen bitte ich immer den Klienten,
dann auch während der Sitzung. Ich stelle also genaue Fragen, wie die Umgebung aussieht und so weiter. Aber wir kommen jetzt gleich dazu, damit ihr mal seht, wie das ist. Ich sage noch mal gleich was zum Preis. Also der Preis sind 250 Euro, wenn ihr das buchen möchtet. Weil wie gesagt, ich nehme mir da ja auch lange Zeit, sind dann auch noch Nachgespräche und da gehört auch noch ein halbstündiges Vorgespräch dazu, Kennenlerngespräch. Ja, liebe Bibi, ich deute die Bilder, die kommen bei mir eben nicht als Bilder an, sondern als Gefühl. Und man kann es echt schwer erklären. Also der Klient beschreibt mir die Bilder und ich spüre sie vorher schon. So kann ich es jetzt mal so beschreiben. Ich muss mir gerade mal ein Tuch holen, meine Nase putzen. Sorry. Geht gleich weiter. Ja, und es können natürlich auch Emotionen kommen. Ja, wie gesagt, wir sind mit allen Sinnen dabei. Ich habe auch ein Sinne-Balance-Programm entwickelt, schon 2002. Da habe ich auch schon mal kurz drüber gesprochen. Und das integriere ich sozusagen. Ich mache auch meine Augen zu, damit ich mich da ein bisschen besser einstimmen kann. Also wundert euch nicht, ich mache mal meine Brille runter. Dieses Live wird mit Sicherheit heute ein bisschen länger gehen. Aber es ist, denke ich, kein Problem, weil es wird auch gleich interessant werden. Okay, also Paul. Ja. Ich mache das generell immer so, dass ich den Klienten meistens zum Abend hin die Sessions machen lasse, damit er erstmal seinen Tag Revue passieren lassen kann, verarbeiten kann in dieser Session und natürlich auch, weil man hat dann Ruhe danach. Danach sollte man auch, jetzt sage ich mal, kein Auto fahren oder sonst irgendwas, also sich Zeit nehmen, um das dann auch nochmal selbst zu reflektieren, was da passiert ist, was geschehen ist, weil es arbeitet auch in ein, nicht nur an diesem Abend, sondern auch die ganze Zeit, weil man da ja eben auch Blockaden löst. So, dann möchte ich dich bitten, doch bei jedem Ausatmen alles, was dich beschwert und belastet, loszulassen, es an die Erde abzugeben, in Liebe, und spüren, wie es dort transformiert wird. Und wir bitten unsere Schutzengel, deinen Schutzengel und meinen Schutzengel oder mehrere Schutzengel, uns zu beschützen, uns mit dem Mantel des Lichts und des Schutzes zu umhüllen. Und wir verbinden uns mit unserem höheren Selbst und der Allseins göttlichen Quelle der Liebe. Jeder ist in seinem eigenen Schutzraum. Die Kommunikation findet über das höhere Selbst mit unseren Geistführern statt und außen herum um uns, um mich und um dich, gibt es nochmal einen Schutz, der uns beide mit der reinen Verbindung zum Göttlichen verbindet.
Und bei jedem Ausatmen lassen wir immer mehr los. Und bei jedem Einatmen spüren wir die Verbindung zu unseren Geisteshelfern und zur göttlichen Quelle. Wenn du Bilder bekommst, sag mir bitte Bescheid. Und erzähle mir doch mal, was heute gewesen ist, deinen Tagesablauf. Ja, du hast mich erst mal geweckt, weil ich ja noch den Schwiegervater versorgen muss. Ja. Und du hast gut daran getan, damit ich das hinbekommen habe, jetzt bevor es live losgeht. Jo. Kommt dir irgendein prägnantes Bild deines Tages oder deines bisherigen Tages in den Sinn? Oder ein Gefühl oder ist ein Geruch? Also, was jetzt heute noch prägnant war, oder wir haben ja so eine Streunerkatze, wie auch immer. Ja. Ich bin mir noch nicht sicher, ob die jetzt nur Futter abstaubt oder ob die wirklich Hilfe braucht. Es spielt mir halt ein. Es ist jemand, der Hilfe braucht und ich bin endlich jemand, der da ihr helfen kann, also über den Winter zu kommen und so. Ja. Und ich sehe sie jetzt genau vor mir, wie sie durchs Fenster guckt. Die guckt immer dann durch mein Fenster und sagt so, Paul, was ist los? Wann gibt's Futter? Wenn es kalt draußen ist, darfst du auch rein. Und ich habe im Sommer auch schon mal das Fenster aufgehabt und bin aufgewacht, dann lag sie in meinem Bett. Also ich mache die total gern. Ja, die hat ja was ganz Spezielles an sich, ne? Ja, die hat das, von ihr aus gesehen, das linke Auge ist so gesprenkelt, so wie fast so wie so ein Spinnennetz. Oder? Ja, ja. Da weiß man nicht, ob das vielleicht blind ist oder so, ne, ob sie da mal was draufgekriegt hat, weil ich kann mich auch nicht dran entsinnen. Sie ist ja schon länger sozusagen unser Begleiter, ne? Sie war sozusagen die erste Katze, ja, die kam aufgrund dessen, wie wir uns entschieden haben, ne, von unserem Herz raus, dass wir uns noch eine Katze holen wollten, ne? So war das. Ja, sie hat sich sozusagen noch vorm Tiger bei uns eingeschummelt. Ja, manifestiert, ne, kann man auch sagen. Ja. Und da ich ja auch so das Thema, ich sag mal, Aliens und Grey mein Thema ist und sie so grau ist und dieses, ja, ich glaube, das war mir vielleicht sogar schon auch mitbewusst, dass das Auge so anders war. Und da habe ich sie einfach Grey genannt, weil wir wussten ja auch nicht, ist es ein männlicher, ein Kater oder ist es eine Katze? Und ja, ich dachte, Grey ist einfach neutraler Name. Und deswegen habe ich sie Grey genannt. Ne? Ja, passt. Ja, das passt auch zu ihr, weil sie so grau ist, ja, so hellgrau. Ja, das ist ja schön. Und hast du denn noch was anderes, Prägnantes an vielleicht Geruch oder ja noch was anderes, was dir jetzt in den Sinn kommt?
Also mir, der Weihnachtsmann, der pumpt mir schön ins Ohr. Ja, da habe ich auch gerade dran gedacht. Ich mache den mal aus. Oh. So. Genau. Jetzt können wir uns konzentrieren. Ja. Haben wir keinen Hintergrundbrummen, ne? Nee, aber das, ich bin jetzt mit einer Propellermaschine irgendwo in Australien gelandet. Also ich bin schon ausgestiegen. Mhm. Und ja, bin da im Australischen, keine Ahnung wo, wie man das nennt. Kannst du Outback. Mal? Ja, Outback. Okay, dann beschreib doch mal, wo stehst du jetzt vor der Propellermaschine? Nee. Ich stehe unter irgendwie so einer Art Baum, der mir Schatten bietet, aber ich sehe auf die rote Erde und sehe da so eine Art große Salamander oder Schildkröte oder keine Ahnung. Nein, nicht Schildkröte, also Krokodil. Ein Krokodil. Ein Krokodil ist ja da hinter. Ja, ein Krokodil ist das. Ich weiß nicht, was ist. Also ich sehe auch Kängurus, also es ist alles nur ein bisschen so durcheinander. Aber ich sehe ganz das Bild, ich sehe das Bild von dem Art ja genau vor mir. Also es ist. Dann beschreib doch mal das Bild, was du siehst. Das ist die verdammt rote Erde und der Busch, so ein rechts so ein Busch ist verdammt heiß und ich rieche auch der Dampf, der von der Erde hoch steigt. Ich habe da so das Gefühl, dass da irgendwo die indigene Aborigines oder wie auch immer, ne? Bitte? Die Aborigines oder wie heißen die Ureinwohner? Ja, ja, ja. Dass die irgendwo außenrum sind und mich beobachten. Aha, okay. Dann dreh dich doch mal, ob du da jemand wahrnehmen kannst. Ja, da ist jemand. Die sitzen irgendwie am so einem, sie haben so einen Flachtopf, da haben sie irgendwie alles reingehauen, das kocht. Sitzen in der Hocke und um den Topf und der eine rührt mit einem Stock im Essraum. Okay. Der andere, der leckt den Stock ab und der eine langt mit der Hand ins Essen, was da kocht. Hat abgeschmeckt und schiebt sich in den Mund und kaut hat vorne keine Zähne mehr. Aber das ist faszinierend, wie sie in der Hocke sitzen und wie sie dabei sind, da so voll in dem Kochen, in dem, was sie da essen. Also. Und wie viele Personen sind das, die da außenrum sitzen? Es sind, glaube ich, drei oder so, ja. Guck doch mal, also dein Blick wird immer schärfer und genauer. Siehst du die Personen jetzt richtig? Also ich sehe die eine Person ganz genau vor mir. Es sieht eigentlich aus wie so ein bisschen so eine Gesichtsform, wie so ein Neandertaler. Mhm. Und wie ein Schimpanse. Also es ist eine Haltung von einem Schimpansen, aber es ist ein Mensch. Mhm. Dunkelhäutig. Aber es ist irgendwie auch, also der hat moderne, also die Kleidung ist zwar alt und abgetragen, er hat auch nicht viel an, aber es ist jetzt moderne Kleidung, also es ist jetzt in unsere Zeit. Also. Dann bitte ich dich doch mal, dich in diese Zeit hineinzufühlen und zu spüren, welche Zeit oder welches Datum es sein könnte. Spür doch da mal rein. Erstmal, welches Jahr es sein könnte. Es ist aktuell, es ist jetzt dieses Jahr oder letztes Jahr.
Also du siehst jetzt vor dir ganz genau die Jahreszahl, die jetzt dieses Bild beschreibt. Also es ist 23. 23. Kannst du noch deutlicher sehen, welches Datum es ist, also Monat und Tag? Dann spür doch mal in dieses Datum rein, warum du jetzt dieses Bild oder diese Situation siehst. Spür doch da mal rein. Die feiern? Was, die feiern das, was mir jetzt Weihnachten, worunter wir Weihnachten verstehen, aber die feiern ja kein Weihnachten, die feiern irgendwie auch irgendwas, so eine Ankunft von irgendwas, ja, keine Ahnung. Spür doch da noch mal mehr da rein, was die feiern. Die feiern ihre Geburt. Kannst du das genauer erklären, was du oder was mit ihrer Geburt gemeint ist? Siehst du da genauere Bilder oder kriegst du da genauere Informationen drüber? Die feiern ihre Geburt, also jeder feiert da seine Geburt. Ah, sehr schön. Das heißt, jeder Einzelne, der jetzt um dem Feuer sitzt, feiert seine Geburt an diesem Datum. Ja. Das ist ja ganz toll. Also ist das sozusagen, also es ist auch klar, der 23.12.23 in unserer, ich sage jetzt mal, deutschen Zeit ist ganz klar, weil Australien ist, glaube ich, ja der Erste, die feiern, Weihnachten feiern, am 24. Und das wäre ja dann sozusagen bei denen der 24. Und bei uns ist es der 23. Also passt das. Und ich finde das ganz toll, dass du das jetzt gezeigt bekommen hast, dass wir sozusagen mal weggehen von dem Feiern von Christi Geburt, weil wir ja nicht genau wissen, wann das überhaupt war, sondern dass wir den 24. dafür nehmen, unsere Geburt zu feiern, weil es ja auch gleichzeitig sozusagen wie Jesus Geburt ist. Das finde ich ganz, ganz toll. Ja, das ist Gänsehaut. Das ist richtig toll. Und dass uns das jetzt gerade jetzt heute bei unserem, ich sag mal, Weihnachts-Special oder Sonntags-Live-Talk, unserem letzten in diesem Jahr, zum ersten Advent so gezeigt wird. Das finde ich ja total toll. Also da haben wir ja unser, ich sag mal, das Göttliche, unser höheres Selbst, unsere Engel, wie toll die uns das jetzt heute gezeigt haben. Damit auch ihr draußen spürt, was das eigentlich zu bedeuten hat. Und wie man auch Weihnachten und die Geburt feiern kann. Dass man das auch auf sich selbst beziehen kann und auch sollte, was damit auch gemeint ist. Das ist ja wunderbar. Ich möchte dich bitten, dass du noch mal reinspürst, ob noch Bilder kommen oder Informationen kommen
zu diesem tollen Thema und zu dieser tollen Erfahrung und dieser Bilder. Schau doch da einfach nochmal rein. Ich kann nur sehen, dass sie total, also total fröhlich und happy sind. Und so ein starkes Gemeinschaftsgefühl oder Natürlichkeit. Und da sie ja, es sind ja verschiedenen Alters, aber sie feiern ihre Geburt, ja genau. Das ist. Sind das, weil du es gesagt hast, unterschiedliche Alter, sind das auch, ich sag mal, Mann und Frau oder wie siehst du das? Ja, das ist Männer, Frau, alles. Also. Sind es jetzt mehrere geworden? Vorher waren es dann nur drei? Ja, außerdem sind irgendwie noch die Hütte und so, ne? So. Und dann. Hörst du Musik oder Gespräche oder sowas? Ja, da ist irgendwo, ich höre so Schelle, so wenn so Fußschelle, wenn so die tanzen und das klärt so wie, also es klingelt so. Die sind da und tanzen und singen und ja, eine total eine tolle Energie. Also. So demütig auch alles so irgendwie. Und wie ist deine Sicht da drauf? Stehst du irgendwo oder schwebst du oben drüber? Wie ist dein Blick auf diese Situation? Oder auf diese Szene? Also ich sehe vor mir ja da, wo ich stand, ja immer noch den roten Boden. Ich sehe dann von halb links oben sehe ich da die am Kochtopf, da an dem Kochtopf sitzt und hier das Essen zubereite und von weiter oben sehe ich ganz nur so in verschwommener Umrisse so die Häuser und ich höre aber das Tanzen, das Singen und da ist jede Menge los, also man hört es. Das ist wie auf so einem Festplatz oder so. Da ist Tohuwabohu, da wird gelacht und gesungen und gesprochen und da ist. Kannst du hören, was sie sagen? Kannst du da mal was wiedergeben, was da so gesprochen wird? Es ist irgendwie sie es ist eine so teile sich mit einfach wie ein großer Austausch. Kannst du die Sprache nicht verstehen? Okay. Dann möchte ich dich jetzt bitten, dass wir diese Situation und diese freudige Stimmung und das, was wir jetzt gelernt haben aus dieser Situation und aus diesen Bildern, die uns gezeigt wurden, dass wir diese Positivität und alles mitnehmen im Bewusstsein, in den Tagbewusstsein. Und wir wirklich da auch reinspüren, wie toll das ist, was wir jetzt gezeigt bekommen haben. Auch, dass wir während der Weihnachtszeit, jetzt sage ich mal, nicht nur
die Geburt Jesu feiern, sondern auch unsere Geburt feiern. Das finde ich toll. Also, dass wir hier auf der Erde inkarnieren durften und dass wir sein dürfen, dass wir Bewusstsein sein dürfen. Das finde ich ganz toll. Und das nehmen wir jetzt mit ins Bewusstsein. Und ich möchte dich dann bitten, wieder langsam ins Tagbewusstsein zurückzukommen und tief ein- und auszuatmen. Und bei jedem Einatmen nehmen wir diese tolle Energie und diese tollen Bilder und Erfahrungen mit in unser Tagbewusstsein zurück. Bei jedem Ausatmen lassen wir alles los, was immer noch bei uns beschwert und belastet, und wir spüren es und geben es ab in die Erde ganz liebevoll, und dort wird es transformiert. Und bei jedem Einatmen nehmen wir diese positive Energie auf, die uns unser Herzlicht zum Erstrahlen und Erleuchten bringt. Und ich möchte dich bitten, dann so langsam deine Füße, Hände und Arme und deinen kompletten Körper zu bewegen und zu spüren, im Hier und Jetzt wieder anzukommen und wieder bewusst ein- und auszuatmen, jeder für sich in seinem eigenen Feld und Kreis. Und wir sind weiterhin geschützt und beschützt. Und ich danke der geistigen Welt und den Schutzengeln für das Führen in unsere Anderswelt und für die Begleitung und den Schutz. Ganz lieben Dank an euch. Lieber Paul, bitte recke und strecke dich und komm so langsam wieder hoch. Ich helfe dir mal. Oh, das war schön. Ja. So, ihr Lieben, ich hoffe, ihr seid noch alle da. Schreibt doch vielleicht mal in die Kommentare, ob ihr uns gut verstanden habt. Und ja, wir sind bei 1:18. Ist gar nicht so lange gewesen. Wie hat diese Erfahrung, Live-Erfahrung, auf euch gewirkt? Wie gesagt, ist nichts gestellt. Wir machen das immer so, ne? Und ja, das war jetzt die IDEA-Methode, wie ich vorgehe. Wie gesagt, bei Paul geht es natürlich viel schneller, auch immer der Einstieg. Wenn man das als erstes oder ganz neu macht, ausprobiert, dann dauert das natürlich auch manchmal so ein bisschen, auch bis man dann Bilder gezeigt kriegt. Man braucht aber dann auch gar nicht verzagen, wenn das beim ersten Mal nicht klappt. Auch wenn ihr jetzt, sage ich mal, das gebucht habt und ich spüre dann, dass da Blockaden sitzen und wir nicht weiterkommen, dann stoppe ich das Ganze, gehe da liebevoll raus aus dieser Situation oder Session und begleite euch dann wieder zurück, und wir versuchen es dann ein andermal. Also so gehe ich vor. Also es ist jetzt vom Finanziellen her kein Geld verloren, sondern einfach nur aufgeschoben, und vielleicht muss dann erst bei euch noch was arbeiten oder bearbeitet werden. Aber man hat auf jeden Fall, wenn wir den Einstieg gemacht haben, schon mal was angestoßen. Und beim nächsten Mal werdet ihr dann auch sehen, wenn wir das dann fortsetzen, eure Session, wenn wir die vorher abgebrochen haben, dass es dann auch immer leichter geht, da reinzukommen. Das ist dann überhaupt gar kein Problem. Ja, ihr Lieben, ich würde sagen, wir beenden sozusagen unser Live mit dieser wundervollen
ja, Session, die wir haben und was da rauskommt. Ne? Das ist immer hammerhart. Also ich weiß gar nicht, wie ich das benennen soll. Es ist so spannend. Wie hast du denn das gefühlt? Wie war das bei dir? Erstmal bin ich total begeistert, diese Erkenntnis da jetzt bekommen zu haben. Also es gibt für mich nochmal einen ganz anderen Kick für Weihnachten. Das ist auch das, was mir irgendwie gefehlt hat. Also, dass wir unseren gemeinsamen Geburtstag feiern, das ist sowas von krass. Und ich habe keine Ahnung, wie ich da jetzt drauf komme, obwohl es jetzt so genial passt. Ja. Also es haut mich immer wieder von der Socke und für mich als Künstler oder wie auch immer, ist es eine unerschöpfliche Quelle, auch für mich persönlich. Also ja. Das ist so ein Wahnsinn. Ich keine Ahnung, da finde ich keine Wahrheit. Das musst du selbst mal mitgemacht haben. Also, ja. Das ist echt Wahnsinn. Das ist Wahnsinn. Weißt du, wie toll das ist, was da jetzt rausgekommen ist, was du jetzt auch gerade gesagt hast? Wir feiern, jeder feiert seinen einzelnen Geburtstag im Jahr. Genau. Und das ist unser gemeinsamer Geburtstag. Das ist so genial, oder? Ja. Das ist der Hammer. Das ist der Hammer. Dass da noch niemand drauf gekommen ist. Nee. Das verstehe ich nicht. Das ist sowas von Wahnsinn, also. Genau. Das ist ein Wahnsinn. Und mit diesen Emotionen und mit diesen super Erlebnissen und Gedanken entlassen wir uns und euch in die Weihnachtszeit und wünschen euch eine schöne Weihnachtszeit und einen guten Rutsch fürs neue Jahr. Ja, und feiern alle zusammen unseren gemeinsamen Geburtstag. Genau, am 24. oder 25. Dezember feiern wir unseren gemeinsamen Geburtstag. Und ich möchte noch mal anmerken, ab heute gibt's dann eben mein Weihnachtsspecial oder unser Weihnachtsspecial, was wir letztes Jahr hochgeladen, also wir haben es jetzt noch mal hochgeladen, beziehungsweise ich habe es noch mal neu datiert. Und dann könnt ihr da gespannt sein, was auf euch zukommt. Und wer gerne oder Interesse hat an meiner IDEA-Methode, ihr könnt mich anschreiben unter Live in Balance. Das ist dk, glaube ich, @gmail.com oder schreibt mir einfach über bewusstseintv@gmail.com mich einfach an und das kommt ja auch bei mir an und dann fragt ihr einfach nach einem Termin. Ich teile euch dann meinen Link zur der Homepage, da könnt ihr dann einen Termin machen. Also es besteht auch noch Möglichkeit für dieses Jahr, einen Termin zu machen, muss jetzt nicht sein, aber wie gesagt, abends ab 7:30 mache ich diese Termine, damit wir beide Ruhe haben. Bei uns ist dann alles ruhig und ich kann mich konzentrieren und ihr habt dann eben auch die Möglichkeit, euch dann da zu entspannen. Ihr braucht natürlich eine stabile Internetverbindung, weil ich das ja über Zoom mache. Und ich muss euch ja auch gut verstehen, was ihr sagt. Ein gutes Mikrofon wäre nicht schlecht, damit ich eben euch auch gut hören kann. Und ihr solltet mich natürlich auch gut hören können, weil ich euch ja Fragen stelle. Ihr habt das ja jetzt mitbekommen, wie das funktioniert. In diesem Sinne nochmal eine schöne Weihnachtszeit. Vielen lieben Dank, dass ihr heute uns bei unserem letzten Sonntag Live Talk in diesem Jahr begleitet habt. Und bis zum nächsten Jahr. Wir sehen uns dann am ersten Sonntag Live Talk 2025. Das wird im nächsten Jahr direkt aus Cuxhaven kommen. Da bin ich nämlich bei meiner Tochter in Cuxhaven und von da aus werde ich dann live streamen. Tschüss, macht's gut. Bis zum nächsten Mal, sagt Alexandra und Paul. Tschüss. Tschüss.